Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Untersuche die Ausstellungsstücke, ist unser neues Ziel. Und auch dieses Gebäude sah wohl mal anders aus. Es tut mir sehr leid. Ab morgen stehen Karten für die Öffentlichkeit zum Verkauf. Der heutige Abend ist nur für Mitglieder. Wir haben uns umsonst in Schale geworfen. In Schale geworfen? Was ist da drin nur Besonderes los? Das weiß ich auch nicht. Das Museum muss ja gut laufen, wenn die es nicht nötig haben, uns reinzulassen. Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu überreden. Vielleicht. Lass deinen Charme spielen, Junge. Hi! Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Ach, das Gebäude ist mal abgefackelt. Okay, alles klar. Würde ich sagen... Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Die Brut des Teufels ausgetragen zu haben? Ich sagte das nur aus Wut darüber, dass meine eigene Tochter mich derart wegen meiner Trauer beschuldigt. Eure eigene Tochter hat vor diesem Gericht ausgesagt, ihr nahmt ihr ihre Puppe und sie erfuhr Schmerzen im Bauch und blutete gar fürchterlich. 5 Tage lang aus ihrem Unterleib. War die Puppe oder war sie nicht der Grund für dieses Leiden? Das war es nicht. Ich habe keine Hexerei angewandt. Doch sie fand die Puppe am Bauch eingeknickt und demnach ein Beweis für den auf ihr lastenden dämonischen Fluch. Mary Warren bezeugt, dasselbe gesehen zu haben, als die Mädchen mit der Puppe spielten. Die Puppe war eingeknickt. Das beweist nichts. Goody Putnam, gesteht ihr eure Schuld, eurer einzigen noch lebenden Tochter Schaden dämonischer Natur zugefügt zu haben? Ich gestehe es nicht. Und habt ihr einen dämonischen Vertrag geschlossen, durch den eure 7 anderen Kinder starben? Noch gestehe ich dies. Gesteht jetzt, Goodwoman Putnam. Gesteht und befreit eure Seele von euren gar schändlichen Verbrechen. Eher hänge ich am Strick, als Verbrechen zu gestehen, die ich nicht begangen habe. Das Justizsystem... Genauso stelle ich mir das heute auch noch vor. So, 0 von 7 Hinweisen. Es gab Kinder, die ihre Eltern angeklagt haben? Ja. Ich meine, wenn es hier ist, wird es wohl wahr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn sich mein eigenes Kind gegen mich wendet. Irre, dass das wirklich passiert ist. Nicht nur in einem Theaterstück, sondern im Leben echter Menschen. Das passiert doch heute auch noch. Offenbar konnte so gut wie alles dazu führen, dass man der Hexerei bezichtigt wird. Okay, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber Kinder zeigen auch heute noch ihre Eltern an. Oh, hier sind Leute gestorben. Wie bleibt das Holz so lange erhalten? Keine Ahnung. Also, steht diese Galle irgendwie mit dem Glockenmörder in Verbindung? Man weiß es nicht. Hier ist ein Galgen. Ich suche ja eigentlich den Scheiterhaufen, ne? Eigentlich suche ich ja einen Scheiterhaufen, aber gut. Details untersuchen. Wow. Hexenprozesse Salems, Haus des Urteils. Ehemals Eigentum von Richter Hazorn.
Einem der einflussreichsten Richter der Hexenprozesse diente dieses historische Museum-Anwesen als Gerichtssaal für viele der Prozesse und Strafanhörungen während der Hysterie, die Salem 1692 heimsuchte. Haus des Urteils. Eine historische Stätte Salems ist das Anwesen eines Richters, in dem angeklagte Hexen im Rahmen der Hexenprozesse Salems 1692 verurteilt wurden. Ich muss so viel vorlesen. Jetzt sind wir hier. Bleib höflich. Bleib höflich. Wenn die Leute bloß lesen könnten. Ronan trifft Rex. Ich war so nervös. Mein schurkischer Freund und ehemaliger Trickbetrüger trifft meinen Bruder, den Polizisten. Da muss es heiß hergehen, oder? Aber sie schienen vom gleichen Schlag zu sein. Ich habe noch nie zuvor zwei Männer gesehen, die sich so selbstredend verstanden. Ich denke, das wird gut funktionieren. Das ist doch schön. Ein Pranger. Schande. Muss ein ziemlich effektiver Weg gewesen sein, Leute öffentlich bloßzustellen. Es ist nicht so schlimm wie andere Dinge hier drin, aber wäre es nicht entsetzlich, den ganzen Tag in so einem Ding eingeschlossen zu sein? Allein die körperlichen Unannehmlichkeiten. Genau. Was, wenn es dich irgendwo juckt? Scheiße, von allen verspottet zu werden, glaub nicht, dass ich's verkraften könnte. Ja. Heutzutage brauchen wir keinen Pranger mehr. Heutzutage gibt es das Internet. Wieso waren überall Blaulichter? Keine Ahnung. Wir sind direkt vom Abendessen aus Boston gekommen. Vielleicht weiß Jim was. Ich sitze also da und ziehe mir das Pet-Spiel rein. Hast du was von einem Verbrechen gehört? Was? Ein Verbrechen? Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. Oh ja, das war bei dem runtergekommenen Mietshaus. Keine Ahnung. Schätze mal, die haben den Dealer hochgenommen oder so. Mochte die Straße eh noch nie. Sheila meinte gerade, da seien Blaulichter und eine Straße sei abgesperrt. Sind auch welche. Ja. Wie sind aus der Ermittlung raus? Ich seh's. Kann ich eigentlich auch darüber teleportieren? Nee, lässt er nicht zu. Aber wir können ja einfach hier durch die Wand laufen, ne? Ich habe Angst, dass hinter den Wänden irgendwo was sein könnte. Ach, guck mal. Grauen auf den Gleisen. 15 Stück insgesamt. Da haben wir wieder ordentlich was zu suchen. Eieieiei. Können wir uns die Bilder hier irgendwie angucken? Aha. Die Bemühungen verhindern, dass ich mich darüber teleportiere. Kann. Ah, Thais, wir müssen uns hier wieder zwischenmogeln. Ja, genau in das nächste reinlaufen. Toll. Toll. Grauen auf den Gleisen. War hier ja auch schon gleich Dämonen? Nee. Kann ich denn. Alter, ich sehe auch nichts. Guten Tag. Date im Museum. Entschuldigung, Kriminalfalldetektiv Conan. Date im Museum. Ich war wieder mit Ron im historischen Museum. Er ist kein großer Geschichtsfan, aber er weiß, dass ich es bin. Und es ist so lieb, dass er mitkommt. So ominös es auch sein mag, aber allein dieses Gefühl, dass diese kleine Stadt so viel Bedeutung hat, dass Leute hier seit Jahrhunderten leben, hilft mir, mich hier heimisch zu fühlen. Ich gehe nicht gerne im Museum. Bäcker am Schandstock. Ein unehrlicher Bäcker zu sein, war eines der Vergehen, die zu öffentlicher Bloßstellung und Peinigung am Pranger führten. Aha. Einstein, ja. Ich glaube, ich musste ja hier raus, dann musste ich hier längs. Hier dran vorbei und hier rüber. Und wieder raus. So, Ermittlungen. Alte Zeichnungen. Second Floor. Hier kommen wir nicht durch, weil Tür zu. Hier steht sie.
Dann würde ich mal sagen, fokussieren. Die falsche macht dieses Geräusch. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu bezahlen. Gang der Puritaner-Ära. Das Geißelmädchen aus der Gasse ist Abigail Williams und sie wurde vor Jahrhunderten mit diesem Gang hingerichtet. Ach, das Geißelmädchen mit ihren tollen Graffitis überall. Toll. Die ist vor 100 Jahren hingerichtet worden. Richtige Hinrichtung. Was? Genau. Aber trotzdem starb jemand dadurch. Yep. Also, wozu das Ganze? Sie wollten Leute zum Reden bringen. Zum Reden? Wie sollten sie mit diesen schweren Steinen auf der Brust reden können? Gibt für mich auch keinen Sinn. Ja, das ist die Zeit der Hexen eigentlich. Das ist genau das. Das klang wie das Seil, aber... Vielleicht waren es dann doch eher die Steine. Ach, oder der Riss. Ich frage mich, ob der Stein sprang, als er herunterfiel. Hä? Okay, dann mache ich halt jetzt einen Blutfleck. Ist mir auch egal. Ja. Gestehe! Hexe! Gestehe! Deinen Bund mit den dämonischen Vertrag! Dunklen Kräften! Dämonischer Vertrag. Zu Zeiten der Puritaner folterten die Leute, um Geständnisse zu einem dämonischen Vertrag zu erzwingen. Ja, Folter ist immer eine sehr effektive Methode, um Leute zum Reden zu bringen. Vor allem, weil sie dann ja auch unbedingt die Wahrheit sagen, natürlich, ist klar. Ich würde unter Folter alles sagen, was sie hören wollen. Da bin ich ehrlich. Ich würde schon alles erzählen, was sie hören wollten, sobald sie mir nur Folter androhen. Gedenktafel des Bahnhofs. Einst rasten mächtige Eisenbahnen über Gleise, die durch dieses Gebäude führten. Nun wurde dieser Ort zu einem Monument der Vergangenheit unserer Stadt transformiert und trägt die Geschichte auf den Gleisen unserer Erinnerungen vorwärts. Was hat uns damals entgleisen lassen? Tolles Wortspiel, finde ich gut. Stein auf Stein auf Stein auf Stein. Ich bin außerhalb der Ermittlungen, aber... Eintauchen wegen übler Nachrede. Jene, die der üblen Nachrede überführt wurden, mussten Buße auf dem Tauchstuhl tun. Hat ja jemand schon Ruhen gesehen? Nee, ne? Lokomotive, das erinnert mich gerade an Railway Empire. Ach, guck mal. Plakette zur Hexenaberglauben. Die Verfolgung von Hexen war in Europa zwischen dem Fall des Römischen Reiches und der protestantischen Reformation nicht üblich. Zahlreiche Gesetze verbaten ausdrücklich die Verdammung von Leuten als Hexen oder die Verbrennung wegen Hexerei. Dies beruhte auf der Überzeugung, dass der Glaube an die Hexerei selbst abergläubisch sei. Oh, das finde ich gut. Das ist eine echt interessante Information. Aber die Menschen sind nun mal dumm. Dumm, 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 dumm. Wow, Hilfe, da hat es mir gerade den Moss verzogen. Dumm, 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 dumm. Das ist ein Hexenstuhl. Und das ist ein Scheiterhaufen. Wurde denn nicht so etwas in diesem Glockenbord benutzt? Rose. Verbrannt. Schmerzlos, ja, schmerzlos auf jeden Fall. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Rose wurde genau auf dem Scheiterhaufen... Moment. Rose wurde verbrannt... Sophia, genau, Sophia... wurde auf den Hexenstuhl ertränkt. Sophia... ertrunken. Eis! Nein, Wasser.
Taufstuhl zur Folter. So etwas wurde benutzt, um Sophia zu töten. Der Glockenmörder orientiert sich bei seinen Morden an der Hexerei? Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Folterinstrumente der Hexenprozesse. Der Mörder hat Hinrichtungsmethoden aus der Puritanerzeit auf seine Opfer angewandt. Das heißt, er ist noch ein Geschichtsfanatiker. Aber warum sie wie Hexen töten? Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Artefakte aus dem Restaurationsraum. Restaurant. Oben im Restaurationsraum gibt es weitere Artefakte, die vielleicht etwas mit dem Glockenmörderfall zu tun haben. Aber das ist auch schon mal eine sehr interessante Erkenntnis. Wurden denn alle Morde? Ich muss gerade überlegen, was waren das für Morde alles? War das alles Ertränkung? Voll, nee. Die beiden Mädchen, ja. Das war Hexereimorde. Ja gut. Hier fährt einfach mal ein Zug lang. Ah, hier, schön durch die Toiletten. Toll. Muss auch irgendwas geben, oder? Ich würde hier gern weiter. In dem ich hier hingehe. Was ist es hier von Kachel zu Kachel oder von Ecke zu Ecke hier teleportieren? Ah, ja, ja. So. Steini. Rauen auf den Gleisen. Dann komme ich wohl nicht weiter. Geht's wohl dahin? Übrigens aufpassen, wir können hier immer noch überfahren werden, hier oben. Das war gerade hochrisikoreich, ja. Eine ganze Ausstellung über den Tod. Egal, oder? Ich wollte immer ein echter Cop sein. Ja. Ich wollte immer ein echter Cop sein. Ja. Was wolltest du früher mal werden? Ich wollte immer ein echter Cop sein. Cool. Ja, das scheint hier da oben doch weiter zu gehen. Uah! Ich gucke mal da unten nochmal nach, ob ich doch noch was übersehen habe, einen Stein oder so. Ah, sorry. Gut. Oh, ich kann hier durch. Das ist ja auch interessant. Zack. Mental History. Usch. Dämonen, was ist das denn für ein komisches Schwein? Oh nein! Böses Telefon! Aus!